Hallo, willkommen zurück. Was geht ab? Das war einfach die beste Anmod aller Zeiten. Ich weiß. Qualität, darauf wird hier nicht viel Wert gelegt. Dann stimmt Junge, nicht. Alter, wie deine Augen gerade nach oben geschielt haben. Bei dir wird nicht viel Qualität auf Wert gelegt, weil Wert auf Qualität gelegt. Ich bin so krass überladen, ich muss ein bisschen Scheiße wegschmeißen. Wollen wir hier jetzt nicht erstmal die komische Quest hier annehmen? Oh, Mashallah, hinter diesen Zombies. Hallo, müssen wir die nicht mit einer Axt töten? Ja. Alter, der macht richtig Damage. Alter, die mit einer Axt zu töten ist gar nicht so einfach. Alter! Oh Gott, oh Gott! Wie soll man denn die mit Ah, einer. ich Wie soll man denn sterbe! die mit einer Axt töten? Der liegt! Ja, der steht wieder auf, glaube ich. Auf den hinteren, hier, der da! Hau ab! Ah! Alter, Oh, ich sterbe! wie oft ich die treffen muss, bevor die mal down gehen. Ich hab 4 HP, ich werde sterben. Ja, ich auch. Wie kann ich nicht mit einer Axt töten? Das geht nicht! Junge. Ich muss zugeben, relativ schwer, ja? Ich habe auch schon wieder Knochenbruch. Müssen wir sie komplett mit der Axt angreifen oder reicht's, wenn wir sie mit der Axt finishen? Ich glaube, wir müssen sie mit der Axt durchgehend angreifen, sonst checkt das Spiel da. Ja, dann kann ich das nicht tun. Denn wenn er mich noch einmal trifft, bin ich down. Leute, er hat sich teleportiert. Alles klar, Digga. Ich hab sie sogar, glaube ich, gleich alle. Ja, ich hab sie gleich alle. Ich kann dann wieder zu dir kommen. Du musst nur überleben. Ich bin tot. Ja, super. Genau als ich es gesagt habe. Oh, scheiße. Jetzt gehe ich aber auch down gleich. Da kam vor allem noch ein Zombie, ne? Also. Alter, hier kommt noch einer, der mit der Quest gar nichts zu tun hat. Ja, war bei mir auch. Lag, mega Lag hatte ich gerade. Bitte GeForce, lass das nicht zu einer Verzögerung kommen, danke. Lol, ich bin irgendwo auf dem Dach gespawnt, alles klar, Digga. Alter, ich hab ein Leben, ein. Ich bin einfach auf dem Dach von diesem komischen Shop gespawnt. Ein beschissenes Leben. Soll ich jetzt hier warten, bis du kommst, oder was? Vielleicht. Oh Gott, das dauert das lange, ey. Auch nö. Wir müssen bei diesem Händler noch mal vorbeischauen. Der hat bestimmt schöne Sachen. Alter, aber weißt du was? Ich bin auch. Nee, ich lass mich umbringen. Weil ich bin auch am Verbluten und ich habe einen Knochenbruch und ich habe einen Kniebruch und das ist alles ganz schrecklich bei mir. Alter, wenn ich. Ich bin richtig schnell unterwegs jetzt. Ich liebe es. Ach, hier ist Kann ich der. nicht. Ach, es hätte dir nur noch ein Typ gefehlt, dann hätten wir das geschafft. Ja gut. Ich wäre gern öfter so fix unterwegs, bin ich ehrlich. Geht halt nicht, wenn man fett ist, ne? Hau ab! Vielleicht kriege ich den Die sogar Liege. noch, ich weiß es nicht. Bereisruckler, die liebe ich ja. Ich hab ihn. Ich hab den letzten Zombie jetzt auch noch. Aber die Quest hat sich nicht aktualisiert. Ja gut. Sag nicht, dass jetzt mehrere Wellen von denen töten müssen. Hast du bei mir überhaupt noch angezeigt? Kann ich mir jetzt bitte einfach das Leben nehmen? Geil. Von dem kleinen Fall habe ich ernsthaft jetzt mein letztes Leben verloren. Finde ich aber gut. Hey, das ist bei mir ein rotes Kreuz. Heißt das jetzt, sie haben die verkackt oder wie? Ja, aber ich habe die doch alle getötet. Wir haben die Quest ja wohl offensichtlich, das ist ja wohl Betrug sonst. Wir haben die ja offensichtlich geschafft. Oder vielleicht zählt es nicht als geschafft, weil du gestorben bist. Das wäre schon ganz schön bitter. Mir ist heiß, obwohl ich nichts anhab. Hä? Vor allem bei mir steht, mir ist heiß und ich soll mir Kleidung suchen. Also wenn ich mit Kleidung ist mir dann nicht mehr heiß, oder was? Dann wird mir doch nur noch heißer. Dann schwitze ich doch noch mehr, wenn ich Kleidungsstücke anziehe. Also der Logik kann ich irgendwie nicht ganz folgen. Ich meine, selbst wenn das die Sonnenstrahlen auf der Haut vielleicht abblockt, aber ist mir doch trotzdem warm dann. Ist ja zusätzliche Kleidung, also. Nee. Oh.
Ich finde das ganz geil, so schnell zu unterwegs zu sein. Das ist schön. Na, nur so einen langen Weg laufen zu müssen, finde ich nicht so nice. Ach, da hinten kommt er ja. Ach, wir sind gar nicht in der Gruppe, ne? Vielleicht hat es deswegen auch nicht gezählt. Holy shit, ist das ein scheiße langer Weg. Okay, ich denke mal, ich müsste gleich da sein. Wow, ich hab Fallschaden gekriegt von so einer kleinen Anhöhe. Alles klar, sind wir hier jetzt in Oblivion oder was? Ja, damit konnte ich mir das Leben nehmen mit so einer kleinen Anhöhe. So, ich habe mein Zeug wieder, bin aber wieder überladen. Und habe aus irgendeinem Grund mehrere Äxte. Das verstehe ich nicht so ganz. Das ist einfach die Questbelohnung, man kriegt einfach Äxte. Ja. Töte Holzfäller-Zombies mit Äxten, du kriegst dafür Äxte. Diese Taschenlampe einfach. Bringt ja mal gar nichts. Nein, keine Krankenschwester, ich will nicht deine Hilfe annehmen, geh weg. Würde halt echt mal interessieren, was man so alles mit den Waffen craften kann. Dafür müsste man bloß halt mal Waffen finden. Das wäre schön. Richtig. Sehr schön wäre das. Was ist überhaupt bei Quests aus? Das 1x1 ist Überlebenshelf. Das habe ich alles schon mal gemacht. Warum resettet sich das immer, wenn man stirbt? Das ist doch kacke. Tja. So, wir könnten noch mal mit dem komischen Dude da bei seinem Shop reden. Vielleicht hat der ja noch eine Quest oder so. Oder wir gucken noch ein bisschen weiter. Allerdings habe ich nicht so viel Platz im Inventar. Ich auch nicht. Überhaupt keinen, um ehrlich zu sein. Also ich habe unten in der Leiste noch ein bisschen Platz. Ja, ich nicht. Was hast du denn alles mitgenommen? Hast du jeden Scheiß mitgenommen, der da war, oder wie? Ja. Na, dann schmeiß doch einfach unnötigen Kram weg. Nee. Ja gut, also wenn du Stopfen hast, kann ich dir die Stopffetzen auch einfach hier hinschmeißen und dann nimmst du die mit. Oder andersrum. Ja, passt schon. Kaffee, zerbrochenes Glas, ganz ehrlich, kann auch meinetwegen noch weg, Papier. Ja, jetzt ist ein bisschen was kann ich mitnehmen, aber wieso? Ja, na dann, wo waren wir noch nicht? Geradeaus zu, ne? War denn die Richtung da? Nee. In die Richtung da. Hallo, du kannst in diese Richtung, du guckst falsch, da lang. Okay. Ja gut. Ist was wir viel gar nicht entdeckt haben. Warum ein verkrüppelter Donut? Ja gut, da führt halt eine Straße durch. Vielleicht ist da ja irgendwas, aber ich dachte mir. Anscheinend ja nicht. Aber hat sich die Karte nicht irgendwie resettet, weil ich habe hier auch nirgendwo den Punkt, wo ich gestartet bin am Anfang. Ja, ich weiß es doch auch nicht. Vielleicht ist es wieder ein neues Update. Gut, also wo gehen wir hin? Nach oben? Davon nach prügeln, das geht auch. Ja, bitte prügeln. Der Pfeil jetzt in der Kehle steckt, Junge. Warte mal, kann ich den mal rausziehen?
Nee, kann ich nicht. Ich sehe den gar nicht bei mir im Inventar. Boah, das muss ich ja jetzt mal aufnehmen, warte mal. Jetzt habe ich es auch auf Aufnahme. Alter, aber auch genau auf deinen Kehlkopf, Digga. Alter, bei dir geht's einmal durch deinen Mund durch. Das sieht aus, als wenn das so ein Strohhalm ist, den du rauchst gerade oder so. So, laufe ich überhaupt richtig? Nee. Du hast jetzt die ganze Zeit so ein Ding in der Fresse, ist das geil. Ja, du doch auch. Da müssen wir lang. Allerdings ist da irgendwie nur Einöde. Zumindest sieht das gerade so aus. Jibbi, da waren Reisruckler. Cool. Ja, ich hab den auch gespürt. Weißt du, das ist ein richtig schönes Gefühl. Du hast so 80 FPS und da geht's runter auf 30 so für einen Moment. Yay! Yeah. Das, obwohl du schon alles auf Mittel und Niedrig hast. Ganz schwierige Nummer. Wie du das Ding einfach rauchst, ey, das feier ich schon. Ja, deiner steckt einfach genau auf deinem Kehlkopf. Kann ich dir schicken, kannst du in die Aufnahme einfügen. Ja gut, und bei mir? Das siehst du sowieso in der Aufnahme. Hier grunzt irgendwas. Zombie! Die kriegt einen Speer in die Fresse. Die Donne. Ist gut, ist tot. Ja, nächste Staffel dann mit anderen Einstellungen, die sind nicht so ideal, glaube ich. Richtig, die nächste Staffel wird ganz legendär, aber diese hier hält, glaube ich, nicht mehr so lange an. Nee, das glaube ich auch nicht. Vor allem finden wir einfach nur Kacke. Richtig, es läuft alles ziemlich schlecht hier. Danach jetzt erstmal The Forest. Ja, The Forest. Diesmal bauen wir ein Baumhaus. Genau. Und danach kommt erst die nächste Staffel von 7 Days to Die. Irgendwann 2032 dann. Ja. Da kommt die dann. Da hinten ist Schneegebiet. Da würde ich eigentlich gerne mal hin. Ist halt bitte cold da, ne? Sicher? Ja. Also ich trage, glaube ich, passende Kleidung. Ja, ich glaube ich auch. Mir war vorhin ja warm, als ich nichts getragen habe, also. Ja, bei mir auch. Ich glaube, hier in die Richtung kommt halt wirklich nichts. Nee, das ist einfach Einöde hier. Und da ist ja die Map. Ist das nicht sogar schon die Map-Border da hinten oder kommt man über diese Hügel da irgendwie rüber? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das Problem mit der Map auch einfach, dass es eine random Map ist. Ich meine, es gibt ja auch so fertige Maps. Weiß ich nicht, ob sich die besser anbieten. Hm. Ja, das ist aber auch eine Map, die andere Leute schon mal benutzt haben. Ne, lol, eine Schlucht einfach. Sowas habe ich aber tatsächlich auch noch nicht gesehen vorher. Wo bist denn du jetzt? Hier hinten. Folge dem Kompass. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Oh, ein Huhn! Sofort macht man Pack und tot. Junge, da findet man einmal ein Tier in dieser Welt und erstmal direkt getötet. Tja, Tierquäler halt, ne? Aber irgendwo auf dieser Map müsste jetzt ein neues Huhn gespawnt sein. Lol, was ist denn das da hinten? Ach, ist das ein Berg oder ist das... Ne, das ist eine Kirche, ne? Da hinten ist eine Ortschaft. Ja, da gehen wir jetzt hin. Übrigens, morgen kommt mein neues Headset, ne? Echt? Mal gucken. Oh, mashallah. Wenn sich die Audioqualität sogar noch verbessert, das wäre ja mega. Oder soll zumindest morgen kommen, ja. Warte mal, das ist ein Fluss bei einem Winterbiom. Hatten wir das nicht schon mal? Ich kann mich daran erinnern. Wo wir dann da durchgeschwommen sind. Also, und du unter was? Anderen Map. Du, ja, auf einer anderen Map, aber ich meine ja auf einer anderen Map, wo du dann gegen einen Zombie unter Wasser gekämpft hast. Mein Speer! Ey! Arschloch. Lässt er sich einfach nicht von meinem Speer treffen, ist das zu fassen? Lul. Oh, da kriecht einer. Das ist schon wieder so einer, der quasi, der ist klinisch schon tot.
Der sieht doch nicht mehr so wirklich gesund aus. Okay, ja, da drüben ist eine Brücke. Wir könnten jetzt über die Brücke gehen. Ich glaube, das ist besser. Dann frieren wir nicht. Gut, gleich ist der Part bei mir aber auch schon zu Ende. Das heißt, ich würde sagen, wir können einen richtig geilen Cliffhanger machen. Wir gehen zur Ortschaft, aber sehen tut man sie dann erst in deinem Part. Yay! Leute, das Sound, wenn man da mit der Hand, schlag mal da mit der Hand gegen, das hört sich richtig dumm an. Wie in so einem 90er-Jahren-Film. Ja. Wenn du einfach... Was ist denn jetzt los? Ist es neblig geworden total irgendwie? Ja, wegen dem Schnee wie irgendwas. Ne, aber jetzt ist er wieder weg. Die Musik vor allem dabei auch. Ich hab gar keine... Ich hab gar keine Musik. Ich muss hier mal ganz kurz was umstellen bei GeForce. Sonst vergesse ich das nachher. Oh Gott, die kommen an, gerannt, Hilfe! Was? Wie, wo, was jetzt? Ach du Scheiße! Ja! Und das sind Wölfe auch noch, das sind Wölfe! Das sind Hunde, das sind Zombie-Hunde. Okay, das war die Tiger. Aber der greift uns gar nicht an! Der greift uns doch gar nicht an! Aua! Alter, du Mist, stirbe! Aua! Aua! Der tötet mich! Der tötet mich! Ja, ich kann. Warum hast du ihn noch angegriffen, du Trottel? Jetzt greift er mich an! Töt ihn! Jetzt tötet er mich! Er tötet. Ja, jetzt tötet er mich! Scheiße, Junge! Warum hast du das getan? Er hat uns doch gar nichts tun wollen! Ich dachte, wir töten dich jetzt und holen uns ein bisschen Fleisch. Ja, super! Hat ja gut funktioniert. Ja, gut, ich nehme an, den Rückweg willst du jetzt nicht in deinen Part reinbringen, oder? Dann kommt alle schön in deinen Part. Nee, wir fangen schön da an, wo wir eben gestorben sind. Ja, und dann kommt halt das nächste Mal an dem Tigersterben in deinem Part. Nee. Ihr haut rein, Leute. Ach, da hinten läuft dann rum, der Nackige. Gut, bis zum nächsten Mal. Ja, bye bye.